Mensch, ich sehe ja ganz tolle Kostüme. Das ist ja unglaublich. Ich habe mal eine Frage. Was ist denn das gruseligste Kostüm? Was? Du? Okay, aber was ist das? Was ist das? Warte mal, jetzt schauen wir mal. Was ist denn das gruseligste Kostüm für dich? Was meinst du? Ein Gespenst. Okay. Ja. Und für dich? Ein Pirat. Ein Pirat ist auch gruselig. Und dann findet ihr eigentlich, also was ist denn zum Beispiel, Emma, was ist denn das gruseligste für dich? Und das ist cool.
dass wir, wenn wir ihn erkennen, unseren Gruselwusel, den wir ja in unserer Fantasie erfinden, wenn wir ihm ins Gesicht schauen, dann geht er weg, oder? Wir hören uns mal die Geschichte an. Geht's doch. Der Gruselwusel ist kein Tier, er entsteht ganz tief in dir. Alle Menschen haben einen großen oder kleinen, handgemacht aus Fantasie, gleichen sich die Wuseli. Der Gruselwusel ist ein Gast, der dir mit Gänsehaut verpasst. Denn der Kürbis leuchtet weit in die schwarze Dunkelheit.